Und selbst diese beiden Polaritätssysteme, das idealtätistisch-dyadisch bewahrende, behalten wollende Rockzipfel, Ängstlichkeit, einfärchen wollen der entfliehenden gegen die andere Immanenz, Augenblicklichkeitsseite des von dem einen zu dem nächsten Wandern um die Drittveränderung lachend und jubilatorisch sicherzustellen im Immanenzaugenblick des Blühens der Rosen und Myrten unter den Füßen. Diese beide korrelieren letztlich nur dem primordialen Amöboiden-Blob-Verhalten der beiden Energieprinzipien, Energiehomöostase-Regulationsprinzipien, wie sie Freud im Entwurf auch schon versucht hat, annähernd zu erfassen. Das eine entspricht jener Lustausschüttung, jener Lustregulation, jener Erinnerungsfunktionsregulation im Rhizomnetz, wenn erfolgreich die Reintegration der Eigenmembranen gelungen ist, wenn also Fortbewegung des Zilienapparates der Außenmembranen dazu geführt zu haben, etwas zu exozytieren oder etwas endozytieren, das dann das Hungergefühl stillt. Der Mensch kann das Begehren so weit treiben, das Hungergefühl aufzuschieben, um daraus eine höhere Lust zu gewinnen, aber das ist nur ein Nebenaspekt. Das eine ist also die feine Regulationshomöostase von Lustenergetiken, die der Lebenserhaltung, der Reintegration, der Schlaf-Wach-Traum-Reparationsvorgänge dienen, die der eigenen Homöostase, dem eigenen autistisch, autopoetisch zu erhaltenden Sphärenwesen dienen, und das entspricht dem Verhältnis von I, von A zu A, also dem dyadischen Verhältnis Mutter-Kind, noch im Uterus und auch kurz nach dem Blasensprung in dieser ozeanischen Versorgungslandschaft himmlischer Sicherheit und Geborgenheit und Ewigkeit und Zeitlosigkeit. Und die andere Energiedialektik entspricht einem ganz anderen Vorgang, zu welchem eben viel höhere, titanische, zerreißende, gigantische Mächte zwischen du sollst und du musst notwendig sind im Zerreißen der Membranen, im Absprießen von Ablegern, Abzweigungen, in dem Moment also, wo Membranen zerrissen werden, nachdem sie sich vorher durch innere Zilienaufteilung aufgeteilt haben. Alles das, was nicht die Exo- oder Endozytose von Nahrung betrifft, sondern die Exo- oder Endozytose von ganzen Mitochondrien oder von ganzen Plasmidenringen, die dann zur Mutationsalienierung dienen und danach zu jenem Vorgang der Klonierung und Verdoppelung mit ganz anderen Wundschmerzen oder mit ganz anderen Bewegungsfortsetzungszilien, Notwendigkeiten an Energie, so
sodass die Gegenregulation des erfolgreichen Gelingens dieses Veränderungs-, Fortpflanzungs-, Verdoppelungs-, Klonierungsaktes eben viel höhere Gegenregulationssysteme des Endorphinismus gegen den Schmerz nach sich zieht, viel höhere Ekstasen, Enthusiasmen und halluzinatorische Glücksleimrouten, damit dieses Werk vollzogen werde. Und das entspricht dann nicht der Homöostase der dyadischen Idealtetismen, sondern jenem lachenden und scherzenden orgiastischen Orphismus der eleusischen Mysterien, die eben jene Liebe meint, die von einem zu dem anderen wechselt und sich das Entsprechende einverleibt und nur dem treu ist oder treu sein kann, muss, was ihr zu diesem Berufe, zu dieser Berufung gerade zu Pass kommt. Denn alles andere hier in dem Wieselwechsel, die Bäumchen spielen nicht das Passendste und Dominanteste und Günstigste und Adaptivste zu wählen, wäre die größere Grausamkeit, nämlich dem Einzigen, dem man in diesem Austausch, Verrats-, Ersetzung-, Substitutionsspiel letztlich verpflichtet ist, nämlich dem Produkt, dem Abzweig, dem Dritten, das als Neubewahrungs-, Neuformtypen-, Gestalt-, Modell das einzige Ziel des Lebendigen ist, nämlich in dieser epigenetischen Veränderungsreihe das einzige Bewahrende, das einzige Persistente, das einzige Ewige sicherzustellen. Denn alle Individualerinnerungsbildchen, mnestischen Speichervorgänge sind gelöscht, sobald der Arbeitsspeicher keine Energie mehr liefern kann. Die einzigen Lebewesen, die nie sterben, sind die Quallen, meines Wissens nach. Sie haben die Fähigkeit, jede Zelle wieder in eine Stammzelle zurückzuverwandeln, sich reparieren zu machen. Und sie haben auch die Fähigkeit, identisch klonierte Absprießungen, Keimscheiblinge abzusondern. Ich glaube, jeder Tentakelarm hat diese Fähigkeit bereits. Dazu braucht es auch kein Gehirn. Das neuronale Netz befindet sich schon in jedem Tentakelarm selbst. Jetzt schweifen wir wieder ab. Punkt, Punkt, Punkt.